Herzlich willkommen zur Ratenfolge hier in Thüringen. Wir werden jetzt unser Restfutter ins Lager reinkippen und dann gleich Stroh mitnehmen für den Stall. Unsere Kühe. Dass die jetzt wieder entsprechend alles voll wird. Nebenbei wird noch auf Felten 60 Sonnenbus gesehen. Die Restarbeiten sind dann fertig. Soweit. Und dann muss man sehen, nachher wahrscheinlich noch ein bisschen Holz verscheuern. Ne? Stumpen fräsen, steht an. Erstmal, dass wir da ein bisschen System reinkriegen. Ich habe eine Hackschütze, muss man sehen, im Frühjahr verkaufen. Ey, Quatsch, im Winter. Stroh. Ja. Ich möchte mir noch ein Gerät kaufen, und zwar ein Mähtechnik. Und zwar ein Krone Big 500. Die verbesserte Version. Mit 13 Meter Arbeitsbreite. Das ist der große hier. Und ich kann Breitreifen nehmen, das sieht dann ein bisschen besser aus. Ne? Fellenfarbe natürlich was anderes. Gut, wir haben nicht viel überhaupt. Aber das ist so ganz gut, ne? Den kaufen wir jetzt mal gleich, den brauche ich so nicht für die Wiese. Denn dann brauchen wir noch Ballentechnik. Gut. Oder wir werden ja ein Spatter und Ball mal sehen. Mal sehen. Was besser ist, ne? Also der, das Bild kann ja auch gleich im Schwarz mähen. Und bei 13 Meter kommt schon was zusammen. Und da müsste ich mal überlegen, ob ich das so mache, dass ich mit einem Gerät trotzdem für zwei arbeiten lasse und somit mit später zur gleichen Zeit zwei. Ja, man kann es auch anders machen, ne? Also muss es auch nicht, man kann es ja auch ein Stückchen weiter dann mit dem nächsten anfangen. Ne? Also geht ja um Ballenpressen dabei, ne? Dass es möglichst schnell gepresst wird, weil so Stroh ist wieder voll. Na, seid ihr glücklich? Ihr habt neue Schwestern bekommen, ne? Also jede Kuh hat andere Flecken normalerweise. Ja, der hat gleich Zwilling. Auch gleich Zwillinge. Auch. Ups. Die haben alle gleiche Muster, das stimmt so nicht. Normalerweise sind die Flecken immer unterschiedlich. Nie gleich. Ich habe alle beim Oberschenkel links diesen weißen Kreis. Also. Na gut, dann haben wir halt nur eine Sorte, ne? Beziehungsweise nur alles Verwandtschaft. So, dann guckt man ganz kurz beim Mist nach. So, Mist ist noch nicht genug da. Ja. Braucht halt eine Weile, ne? Bis das wieder voll wird. Aber sicherlich morgen wird es voll sein. Für die BGH. Nachts vor allem auch 30 fahren, ne? Da geht er hoch, ne? So. Da oben sind unsere Kälber. Nicht erschrecken, sind alle groß, ne? Aber gut. Sind auch alle Schwestern hier. Obwohl da einige männliche Tiere bei sind, ne? Also zwei, was ich weiß. Wasser haben sie auch genug. Machen wir Tor zu. Ja, später sollen hier die männlichen Tiere rein oder die weiblichen, mal sehen. Ich werde mal sehen, dass ich das Futter hier wegkriege. Unseren, das ist nämlich Futter, und zwar
steht zwar alles lustig, ne? Aber in Wahrheit ist nur die Lage. Jetzt werden wir gleich mal aufladen. Oh, voll. Junge. Jetzt nur den Punkt finden, wo wir abkippen können. Das ist so einfach. War draußen gewesen, glaube ich. Gut, aber schwang habe ich gewusst. Ungefähr. Den Bereich hier. Ohne so ein Scheiß. Oder ist er schon? Das ist nicht schön, wenn man nicht funktioniert, ne? Ja, das bringt ja auch keine Punkte, ne? Ja, das macht den Mist nicht besser. Ja. Gut, dann müssen wir hier liegen das wird nicht. Das macht ja die Statistik mehr schlecht. Dann mache ich den Haufen. Links. Soll ich tun, ne? So, ne? So ein Riesengag, was die hier gemacht haben, unsere letzten Bullen. Haben die gewusst, dass die im Stall kommen? Ja, im Händler. Waren sie sauer. Aber nächstes Mal, wenn das Futterbeschwang leer ist, werde ich davon sprechen. Aufnehmen. Ich hoffe, dass hier nicht auffällt, die Statistik, also Mist ist, ne? So, vielleicht gibt es dann irgendwann ein Update von der Karte, dass man diesen kleinen Fehler korrigieren könnte. Nicht wegen der Sauberkeit, sondern wegen der Stelle, wo man das Futter abgeben kann. Die Sauberkeit gehört dazu, das ist halt so. Aber wie gesagt, dass man den Trecker nicht findet für das Lage oder für nicht da, wo jemand erwartet, ne? Und da geht's dann an. Normalerweise ist ja der Bereich für Stroh, für Silage oder für Heu vorher festgelegt.
Und dann geht das Futter automatisch dahin gehen, wo es sein soll. Da sieht man hier auch, dass rechts und links jeweils das Futter ist. Und das geht ja automatisch dahin, sobald man das entsprechend an der Stelle abgibt. Ne? Gut. Wenn wir nächstes Mal mit dem Futterbeschlag leer ist, wenn wir hier entsprechend das die Lage abholen. So. Gut. Das wären die Kühe. So, was macht unser Sonnenblumenfeld? Wo ist der? Hat er sich verirrt? Also wird ja nichts fertig, ne? Ist ja schlecht. So, mal gucken wir hier. Könnte er. So. So, Eichstein. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, was du sagst. Vielleicht mit Kursblick jetzt auch neu. Gut ist es. Hat zwar noch eine ältere Version, aber. 2 Stunden noch. Ja, kein Wunder, wenn man ein bisschen macht, ne? Okay. Da werden wir unser Fahrzeug holen, ne? Aber erst haben wir unseren Güllefahrzeug weg, ne? Und machen den mal gleich sauber und fällen mal runter. Ich hoffe, er macht keinen Blödsinn, der Kollege hier auf dem Feld. Dann ziehen wir Eier lang. Komm ich. Wie gehört, ihr könnt mir Geld kriegen, ne? Wir helfen. Bin ja bereit, Geld zu zahlen, aber keine 500%. Wer kriegt dann sowas? Ich wünsche dir was hier. 500% kannst einstellen. Also, jo, dann muss ich aber alles andere leicht machen, ne? Damit ich mehr verdiene. Ja, erwarte ich aber auch, dass er alleine zum Hof fährt, ne? Und wäscht und alles fertig macht. Das ist schon, wenn man Arbeit abnehmen, ne? Naja. Gut. So weit sind wir noch nicht. Hatte man ein Spiel gehabt, da konnte man das entsprechend so machen. Nicht wegen Waschen, aber wegen, man hat im Prinzip eingegeben, ein Menü. Traktoren musst du aber alles haben, ne? Da hast du eine große Halle gehabt, die man aufrüsten konnte, immer größer, immer größer. Nur mehrere Fahrzeuge reinstellen konnte und dann hast du Angestellte gehabt, die separat sogar Führer haben mussten. Nicht jeder konnte ein Drescher fahren für Getreide und so. Der hat sich das Geld genommen, das entsprechende Schneidwerk, und dann hast du eingesagt, du willst Feld Nummer 7, 8 ernten, ne? Und dann ist er losgedüst. Von der Garage weg zum Feld, hat die Arbeit fertig gemacht und kam dann wieder fertig zurück. Ne? Gut, und man muss natürlich abfahren, das musste ich ja machen, ne? Aber ansonsten, das lief dann, ne? Tanken? Ja, tanken wir gleich, ne? Wenn wir gerade einreißen lassen, hier mit leeren Tank muss fahren, ne?
Nochmal gleich waschen und reparieren. Und das Gewicht vorne mal umlackieren. Wie lackieren wir das Gewicht dann? So grün, ne? So olivgrün, fenngrün, ne? So. Dann erstmal reparieren, ja. Dann neu lackieren. Oh. Nein. Dann wollen wir einfach die Farbe umändern, ne? Also Oliv, Fendt Classic, Fendt. Das ist so Gichtgrün, das ist so hell. Grün? Nö. Nee. Hauptfarbe. Oliv. Aber schmutzig geblieben, ne? Ja, das ist... Oh, nee. Für 500, 550. Ja, die haben Preise. Mal kurz wieder anhängen, dann können wir alles am Ende. Oh, die Farbe passt noch nicht ganz, ne? Das ist so. Na egal. Na, neu lackieren geht nicht mehr, also gut. Farbe ändern geht höchstens. Das kostet ja nichts, ne? Also Farbe ändern und dies hier nehmen. Das ist glaube ich noch so wenig. Zu hell, das ist hellgrün. Was ist denn? Das wird alles so hellgrün, ne? Das ist besser, glaube ich. Ist egal. Waschen. Denk mal 100% kriege ich eh nicht hin. Ist ja logisch, immer frische Farbe, sonst anders sind wie die alte Traktor. Ja, wird so sein, dass ich nicht 100% hier ist, oder nicht. Aber besser wie blau. Aber wie gesagt, es ist 100% die gleiche Farbe. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht, weil schon die Farbe nicht so 100% passt. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Und ich versuche gerne auch persönliche Wünsche einzugehen. Dann nochmal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.